Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Himmelwärts und ich habe Rose und ich habe Pain dabei und hi. Und wir gehen heute Jump'n'Runs machen. Yeah. Ja, die Ganz Folge so. Ist nur Jump'n'Runs. Nur Jump'n'Runs, wir haben uns darauf geeinigt, nur Jump'n'Runs zu machen. So. Okay, ich glaube, ich habe es sogar gefunden. Ja, Jump'n'Runs. Nice. Und okay. Grüne Teppiche sind Checkpoints. Okay. Das hört sich an Checkpoint. Wenn du auf die Schilder klickst, dann kannst du. Und wenn du die Schilder kannst du dich auszahlen lassen an was? Den Checkpoint. Oh, jetzt habe ich hier, wenn ich runterfalle. Ach, komm wieder raus. Bist du zurückgeportet? Wenn ich nicht tot oder so, ne? Nee. Ja. Okay, hochgeportet. So, Birken, Akazien, Schwarzeiche, Tropen, ich spring jetzt einfach das mit, Eichen. Was. Okay. Ich bring mal Pains mit. Okay, Eiche. Oh mein Gott, es ist so schwer, okay, Leute. Okay, wir machen alle das Eichen. Es ist ich so bin schwer, einfach Leute. Bei den Eisensaufsprüngen runtergefallen. Oh mein Gott, ey. Es ist so schwer, Leute. Es ist so schwer. Das Eichen-Jump'n'Run hat sogar nur einen schweren Sprung, meiner Meinung. Echt? Ja. Eiche echt am einfachsten? Ja, mit Abstand. Geht der Sprung? Der Sprung geht. Nice. Warte, ich ist richtig schwer. Schwarzeiche hat, nice. Der Zaunpart ist halt schwer. Ja, nee, der Zaunpart ist schwer. Ich kann Schlangenblöcke nicht. Du darfst nicht auf die Kante springen, du musst direkt in die Mitte springen von denen. Mitte und nicht springen gedrückt halten. Ja. Ah, okay. So, und das ist schon. Nein, was mache ich da? Ich bin einfach voll neben die Leiter gesprungen. Ja, das ist doch easy. Und man kann ja eigentlich abkürzen. Aber das, ich nehme den Checkpoint mit. Ist auch überall gewollt und geplant und gewusst. Okay. Man überall abkürzen können oder was? Du kannst man kann halt, hier richtig hart abkürzen. Du kannst an manchen Stellen richtig hart abkürzen und teilweise hast du halt auch einen Runterfallschutz durch Laub und sowas. Also das ist schon. Ja, ich guck mal kurz, wie hart man hier abkürzen kann. Ach, da hoch? Ich weiß nicht, ob du da hinkommst, wo du hinkommen willst. Sehe ich ja jetzt. Oh, das könnte wirklich ein. Ich glaube, da könnte ich mal wieder ein bisschen Laub hinsetzen. Es könnte sein, dass du definitiv einen kompletten Block überspringen kannst an der Stelle. Wenn das so ist, wird's bald nachher umgebaut. Oh, ich fall hier runter. Oh. So, dann hier lang? Hier? Ich will das jetzt auch probieren, hier abzukürzen. Hey, wo bist du hier lang? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich auf einmal oben. Wo bist du denn lang gesprungen, dass du so. Warte mal. Jetzt okay, wo geht's jetzt lang? Hey, ist das schon das Ende? Du hast halt einen Block abgekürzt, aber es ist auch schon relativ weit. Der Ende hat eigentlich. Hey, ich bin jetzt auf so einer grauen Plattform. Eine grauen Plattform? Ich würde so gern wissen, wo du her bist. So. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Wie hart kann man hier abkürzen? Muss ich in Dampf. Die Flucht fallen? Du musst oben in die Spitze des Baumes rein, quasi. Ach so, war ich schon. Und dann? Dann läufst du da durch. Durch den Baum. Und dann bist du eigentlich. Ach so, okay. Ja, okay. Ich bin einfach quasi zurückgekommen. Gut. Wie kann man hier abkürzen? Hat Pain das gefunden? What the fuck? Ich weiß es selber nicht, Leute. Warte mal, hier lang vielleicht? Hier lang? Ich bin so ein instinktiver Abkürzer. Ich auch. Ich schaue einfach, das könnte passen, da könnte es weitergehen. So, und von hier aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, das scheint ja auch okay zu sein. Oh, ja, okay, das ist halt ein Sucker-Sprung. Okay, so. Wie seid ihr jetzt da hochgekommen? Das ist unfair. Hey, das ist nicht unfair. Nur weil wir bessere Wege finden. Okay, ich glaube, es ist wirklich. Nein! Es ist wirklich machbar, aber jetzt habe ich da erstmal. Ja, ich check hier gerade gar nichts. Du musst halt zwei so richtig böse. Warte mal, hier kann ich springen, ne? Das heißt, ich kann nach hier springen. Das heißt. Okay, jetzt bin ich wieder oben. Aber der Weg dauert genauso lange wie der andere. Sich hier hoch zu suchen, dauert halt mega lange. Ich bin ganz oben auf dem Baum. Okay, wir haben uns das verdient. Du musst hier lang. Achso, in den Baum fallen dann. Da okay. Rein. Und das ist der einzig schwere. Jetzt nehme ich will aber den Checkpoint mitnehmen. Einfach nur, falls man runterfällt. Ja, okay, und dann hier rum. Ja, lol, wenn man das nicht schafft, dann ist ja GG. So. Dann ist richtig GG. Ich kann okay. Ich würde den Checkpoint mitgenommen. Du willst dich nicht nochmal hier hochsuchen. Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal. So, und jetzt kommt das Schwierigste an diesem Jump'n'Run. Dieser scheiß Schleimsprung. Komm ich hier hoch? Oh, weißt du was? Ich hocke hier irgendwo im Baum. Hi! Hi! du musst, glaube ich, sogar hier hin. Ja. Du kommst von hier, von der Seite. Ja. Okay, irgendwie so, dann einfach hier rüber. Ja, dann von hier. Ganz böse, hier sauspät abspringen. Oh. Oh, ich setz mich zurück. So? Ich hab den First Try geschafft. Ich setz mich zurück. Ich hab ja extra Checkpoint mitgenommen.
So springen. Okay. Achso, war dieser Leitersprung in der Ecke schon der schwerste Sprung? Der Schleimsprung ist der schwerste Sprung. Ja. Okay. Warte mal. Ist das... Okay. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Warte mal, ich geh mal kurz in Game Mode. Oh, lol. Oh Gott, Black, das. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Jump'n'Run bestanden als Belohnung, erhältst du 2 Stacks Holz. Ich mach das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal, ne? Ja, warte. Ich korrigiere mal das Ding hier oben. Das setz ist mir hier einen Block hin, definitiv nicht so geplant gewesen. Ich mach jetzt den Speedrun. Ja, diese eine Stelle ist definitiv nicht geplant gewesen. So, jetzt ist es. Wo ist denn hier das Ende? Hier oben. Wo ich jetzt gerade stehe und repariert habe. Wie dein Name nicht. Halt ganz oben auf dem Baum. So, jetzt gehen wir wieder zurück. So, dann hast du noch eine härtere Abkürzung gefunden als ich. Das Problem ist, dass damals konntest du es noch nicht abkürzen. Dann haben wir den einen Block aber hochgesetzt, von dem du. Wo ist hier ein Checkpoint? So. Hier ist so eine riesengraue Plattform. Hä? Wo bist denn du? Wo ganz hier hinten? Hä? Hey, ich seh dich irgendwo. Nicht. Oh, jetzt bin ich fast reingefallen. Ach, hier unten. So, jetzt gehe ich wieder mal mich zurücksetzen. So. Ganz unten. So. Nein, was mache ich, Alter? Ich hab's jetzt aber korrigiert oben, Payne. Du kannst da jetzt nicht nochmal so reinspringen. Okay. Das war geplant, dass du um die Ecke den Schleimsprung machst. Das ist das Schwert. Geht der so? Ach, da, Sprung? Rose ist unter mir. Hey. Oh, ja, wie komme ich denn hier weg? Warum geht ich hier so besser? Da drunter ist das Ziel, aber das kannst du nur von oben erreichen, indem du in den Baum fällst. Achso, ich war quasi auf dem, unten über drunter. Dem Ziel. So. Toll. So, wo so. Kann man denn hier irgendwie heftig kann abkürzen? Ich da nicht einfach reinfallen? So, jetzt habe ich deine Abkürzung aber mal weggenommen. Ach, das ist ein bisschen blöd gemacht, der Sprung. Welcher? Oh Gott. Mag ich nicht. Oh hier nein. Backer. Ich bin jetzt im Baum drin. Fuck. Der ist richtig backer. Jetzt bin ich wieder zurückgesetzt. Ach, welcher ist denn? Das ist ein schwer. Ach, die. Ja, oh, die gehen also aber. Nicht. Die gehen aber. Achso, ich weiß jetzt, wie ich den machen muss. Ich mag gleich so einen Speedrun. Und dann zeige ich so die Zeit an, wie man das, also in welcher Zeit ich das geschafft habe. Den ersten Jump brauchst du auch nicht nehmen, weil du jetzt definitiv länger brauchen wirst hier beim Ende. Oh, warte, mein kommt Gott. Auf die Leiter? Ach, komm schon! GM, what? Was machst du? Den Sound. Oh, nächster Stack. Oh, Mann! Ich werd hier hart denied. Scheiß Zaun-Ding. Weg damit. So. Slash. Und Timer startet jetzt. Ja. Boah, guckt euch das an, Leute. Nein, ich bin hier runtergefallen. Timer startet jetzt, nach zweimaliger Reparatur des letzten Sprungs. Wisst ihr, wer das Jumpman gebaut hat? Nicht ich. Meinen kannst du nicht so hart abkürzen. Oh, hier hätte ich noch mehr abkürzen können, okay. Hier, die Zäune sind auch so unnötig, man kann einfach über die Blätter hochspringen. Wenn das Ende jetzt noch abkürzbar ist, dann hau ich Alfred. Das hat nämlich nicht gebaut. So. Dann hier hoch. Den Checkpoint nehmen, hier hochgehen, um die Ecke, hier rum Hi Rose sagen und erstmal an ihr vorbeispringen, weil sie so langsam ist. Ja, ich hab dich auch gern. Genau, mache ich den. Einmal hier hoch. Oh, einmal hier um die Ecke. Nö, bin ich jetzt hergefallen. Das wollte ich nicht. Okay, raus. So, dann hier. What? Was ist das denn jetzt hier? Das ist repariert. Okay. Achso, dann soll man hier rum. Hä? Du musst auf den Schleim und dann an die Leiter. Okay. Du hast jetzt schon davon profitiert, dass Alfred das Scheiße gebaut hat. Ach, es ist so schwer. Müsste eigentlich gehen. Meine ich zumindest. Es geht auch. Ich hab den schon geschafft. Nee, ich meine was anderes. Mann, um die Ecke. Achso, darum. Ja, darum kann man. Da ist eine Leiter. Darum kann man, glaube ich, auch. Huah! Geschafft! Ich einfach oh mein Gott, was ist das für ein Sprung? Ja, wie sieht mich doch. So, das ist ja easy, ne? Hier so die Ecke springen. Das dürfte ja kein Problem sein. Das ist easy. Ja, warte. So. Das mache ich mir auch gerade. Da braucht man nicht mehr die Leiter für. So, aber die kann ich absolut nicht auf die Sprünge. Der ist auch. Tschüss. Wieso gehst du da runter? Du kannst einfach wieder übers Laupenstück zurückspringen. Da musst du die da vorne nicht machen. Ja, der ist ja easy. So, ich gehe aber jetzt hier rein, weil da unten ist ja noch ein böser Sprung. So, okay, ich mache einfach so und dann hier dran. Oder auch nicht. Geschafft. Whee! So. Man muss auf die Leiter da hoch. Ja, voll blöd. Voll doof, das Jump'n'Run. Sei froh, dass du jetzt schon 2 Stacks Holz gekriegt hast. 4 Stacks, ja. Weil du ja 2x2 Stacks Holz gekriegt.
Ach, der Sprung ist doof, ich mag keine Schleimsprünge. Okay, ich habe gemerkt, wo letztes Mal das Problem war. So wenig Schleimsprünge. Auch. Wenn der, wenn man hier vorne runterfällt. Ah, oh Mann. Okay, I understand. Okay, dann machen wir es hier vorne so, dass man so nicht hätte ich kann. Ja, reset mich doch. Job. Ich habe gelesen irgendwie, als du in der Konfi geschrieben hattest, es wird irgendwie damit getestet, wie lange du fällst. Nein, das wird, ich habe es falsch mitgekriegt. Es wird damit getestet, wie wann du ab einer gewissen Höhe wirst du zurückgesetzt. Das heißt, du musst eigentlich runterspringen. Ne? Das hat doch nichts mit der Zeit. Ich dachte es nur, weil ich das Gefühl hatte. Aber so. GM. Okay, das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube, ich mache den Sprung. Du machst andersrum. Ja, ich habe Alfred auch gesagt, ich glaube, dass es möglich ist. Ich habe den anderen aber nicht geschafft. Ja! Du hast ihn geschafft? Ja. Wirklich möglich. Okay, GG. Ich finde den Schleimsprung einfacher. Und dann den letzten Sprung hier verkacken. Den letzten nicht. Sprung im Baum, oder was? Ja. Ja, ja, der ist böse. So, was mache ich denn jetzt noch? Ich werde nochmal... Warum, ich würde das auch schaffen. Haben wir noch. Ich werde nochmal Akazie probieren. Akazie im Holz brauche ich sowieso. Also ich werde die Zeit auf jeden Fall nicht einspulen, weil die wäre jetzt schon viel zu lange. Ja. So, dann habe ich es erkannt. Eigentlich wollte ich das Birken-Jump'n'Run machen. Das ist eigentlich ziemlich schön geworden. Nein, oh. Ich glaube, ich hätte die Folge einfach alleine machen müssen, dann hätte es nicht korrigiert und ich hätte nach einer Viertelstunde irgendwie so richtig viele Stacks Holz. Ja, dann wäre ich Alfred erstmal auch. Alfred! Ich und mein Holz! Alfred, du Idiot! Was hast du da getan? Viel zu einfache Sprünge. Ah, na toll, jetzt bin ich wieder ganz unten. Es soll eigentlich nur als nette Abwechslung sein, was halt zwar langsamer geht als an einer Baumfarm zu farmen, aber trotzdem halt noch okay ist. Das sollte es sein. Dass Alfred es so leicht baut, ist halt eine andere Sache. Die anderen Holzarten dauern definitiv. Sette mich hier einfach. Andere Holzarten sind definitiv so, dass du halt lieber farmen könntest an einer Baumfarm. Na, ich glaube, ich mache gleich mal alle anderen Jump'n'Runs auch noch, wenn ich hier endlich mal das Stuff bekomme, weil ich hasse Schleimsprünge. Dann viel Spaß, eins, zwei andere. Das hört man. Was? Man hört, dass du es hast. Mann! Okay. Hi. Ich will einmal diesen Schleimsprung schaffen, weil sonst sagen alle, du hast den Jump nicht geschafft, du bist voll blöd und schlecht und so. Ja, bist du das nicht? Triggered. Scheiße. Ja, reset. Ich schaff ihn auch nicht. Der ist aber immer, das Handy meldet sich ja richtig. Einmal mit Profis arbeiten. Mich ruft ja nie einer an. Ist mir auch noch nie passiert. Oh Gott. Mann. Ich hatte von so einem Typen, The War Owl, kann übrigens das Wort Eule auf Englisch nicht aussprechen, Fun Fact. Wieso kriege ich diesen Sprung nicht hin? Der Typ meinte so, ja, ich werde jetzt einfach ein paar Würfel würfeln. Und da ich keine Würfel zu Hause habe, fragt nicht, warum ich keine Würfel zu Hause habe. Ich habe auch kein Monopoly. Weil ich niemanden habe, mit dem ich spielen könnte. Also, kein, mit so richtig kaum. Depressiv und alles. Keiner spielt mit mir, Mama. Pain forever alone. Meinte der, ja. Also mache ich im Internet einfach so ein paar digitale Würfel. Ich habe nur ein paar Skatkarten, um solitär mit mir selber zu spielen. Alter. Das ist eigentlich schon irgendwie ziemlich witzig. Das ist traurig. Ich fand's witzig. Bei Rose ist schon der Mutterinstinkt geweckt. Der Arme, ich muss ihn beschützen. The Warall. Wohl. Oh, komm schon. Ich will diesen. Kommt hier sicher noch irgendwie anders hinein, ohne dass ich da dieses Jump'n'Run machen muss. Also ich glaube, ich krieg gleich so einen richtigen Topsis-Anfall. Der Schleimsprung? So schlimm? Ja, der ist furchtbar. Ihr kennt ja bestimmt Animes, ne? Nee, nie gehört. Und wenn die sich so aufregen, dann haben die ja meistens so eine richtig heftige Ader an ihrer Stirn, ne? Ja. So könnt ihr das euch gerade bei mir vorstellen. Ja, easy. So schlimm. Also ich hasse es, wenn ich einen Sprung 10-mal nicht hinbekomme und es einfach nicht nochmal geht. Es ist da. Oh Gott. Ah, ich bin nicht reset. Der Rest ist so einfach. Aber dieser Sprung, das ist so ein typischer Sprung, da krieg ich Topsis-Anfälle.
Wie soll das denn hier machbar sein? Wer hat denn den Scheiß gebaut? Also ich gehe gleich noch duschen, ne? Und wenn ich den nicht schaffe, werde ich mich so typisch werde ich mich so in der Fetusstellung unter die Dusche stellen und darüber weinen, dass ich diesen Sprung nicht hinbekomme. Mach ich jetzt schon. Es war so traurig, was ich gerade gefehlt habe. Letzter Sprung? Ich kann das nicht machen. Aber ich war ja vor der Aufnahme schon duschen. Der schwerste Sprung. Meiner Meinung nach der schwerste Sprung im Arcade. So, jetzt, Leute, wenn ich das nicht hinbekomme, ne, dann... ich krieg die Krise. Dann beende ich meine Aufnahme. Dann gehe ich zu meiner Mama. Dann gehe ich zu meinem Vater, der arbeitet bei Minecraft. Der lässt mich dann fliegen. Ja, der macht das dann. Der arbeitet bei Servers. Papa hat einen eigenen Server. Nee, Onkel. Onkel ist immer. Immer Onkel. Mein Onkel, der arbeitet bei Minecraft-Server. Und der gibt mir dann direkt von Owner. Oh, das darf nicht wahr sein. Kann man das Chapman nicht irgendwie umbauen, bitte? Kann man das hier ab... Das ist Cheese. Boah, Leute, wenn ich das hinbekomme, man kommt da nicht dann werden oder wenigstens eine zweite Leiter oder so. Dass es da zwei Leitern sind. Dann werden die Korken geknallt, Leute. Wie... Schade. Ich dachte, ich könnte es abkürzen hier. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt eine Stelle, wo man nicht mehr rauskommt. Echt? Ja. Geil. CP. Ja. Pain. Oh ja, ich habe auch so eine. Bray. Häng auch fest. Och Mann! Geil. Admin, please, fix. Ich wollte hier im Einzelnen. Ja. Häng hier fest. Huch, ich komme auf einmal raus. Hex. Slash. Okay. Hi. TV. Da sehe ich Pain durch die Blätter. Haha, die Mann, was weiter. Hat Alfred denn da Hallo? Gebaut? Okay. Ach, hier? Da kann man rein. Da, wie fällt man da bitte rein, Rose? Vom Block gerutscht? Ich bin da... Nein, ich wollte rüberspringen und bin da... sag doch einfach, dass du schlecht bist. Okay, triggered. Dankeschön. So. Jetzt ist es nicht mehr so broke. Boah, hast du... Ganz ehrlich, Georgie, hast du den Sprung schon hinbekommen? Hast du mir die Größe angesehen davon? Von dem Kinderzimmer. Ich habe gerade den Schleim schon geschafft. Kannst du morgen sehen in meiner Aufnahme. Schaut bei Georgie in seine Aufnahme. Okay. Ja, ich habe ihn geschafft. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, wieso kann man nicht von unten rein dann so gut ranspringen? Achso, ich war hier auf dem Checkpoint. Also ich glaube, die Folge wird noch 10 Jahre gehen. Warte mal, ich war nicht auf dem Checkpoint. Ich war auf dem danach. Weißt du, du sagst ja... Der Eichenpart soll auch ein bisschen einfach sein. Mach so einen Sprung rein. Ja, du kannst ja... Ja, aber echt. Du kannst ja... Ja, das soll halt extra ein bisschen leichter sein. Mach so einen Sprung rein. Ist ja auch leichter als der ganze Rest. Versuch mal, den anderen Scheiß zu springen. Ja, das ist ja... Würde ich ja gerne machen, wenn man nicht hier irgend so einen Sprung nehmen würde, der einfach mal übelst auf Luck basieren würde. Triggered! Ist. Nein, ich habe ihn geschafft. Aber richtig. Ich habe ihn schon häufiger geschafft. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Ich habe den häufiger geschafft. Ihr seid so schön. Soll ich nochmal rüberkommen? Warte, ich beende hier nochmal meinen... Akazin. Ah, du musst jetzt hier wieder zeigen, dass er easy. Ja, er ist auch easy, haben geschafft. Ernsthaft? Hast du ihn jetzt genau jetzt geschafft? Das war jetzt geil. Wie geil, was war das denn jetzt? Also ich finde... Der Sprung ist so richtig ätzend und so. Nee, tut mir leid, ich spreche hier ab. Was ist passiert? Bist du in den letzten Sprung gefailt? Nein, überhaupt nicht. Boah, ich dachte schon, du hättest den letzten Sprung gefailt. Ich spreche jetzt auch ab. Ich hätte so gelacht, wenn du den letzten Sprung gefailt hättest. Haha, richtig witzig. Ja. Gut, aber dann lass mal jetzt Schluss machen und dann... Ich will einmal Tropenholz. Falls ich mal irgendwann traden darf, brauche ich ein bisschen Tropenholz. Für die Kakaobohnen. Ne? Da wachsen die am besten. Ich hab das Jump'n'Run verpackt. Ich bin unten. Nein. Bei welchem? Ja. Beim Tropenholz. Mann, Rose, was machst du denn wieder alles kaputt? Oh mein Gott, ich muss meinen Minecraft-Sound gleich ausmachen. Ach so, Holy shit, der TP-Sound. Du kommst jetzt einfach zu. Ja. Ja, hier kann man auch wieder Du bist jetzt bei Pain. Nee. So. Easy. Easy. Wo bist denn du da rund? Weil das ist, glaube ich, zu nah an dem Tower, dass da der Backport... Ja, wahrscheinlich. Ja, das hatte Cookie Nein, auch ich hab's schon wieder kaputt gemacht. WTF! Ist es nicht dein Ernst?
Kann das sein, dass ihr das Jump'n'Run und so nie richtig getestet habt? Doch, 1000 Mal und ich hatte es nie. Oh mein Gott, das ist so furchtbar laut. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, nochmal, warte, nein. Nochmal zu beenden. Ah, okay. Weißt du, ich mach das ganze Jump'n'Run für die. Triggert. Aber richtig. Jetzt habe ich einen Checkpoint so. Du musst den Checkpoint mitnehmen, der. Das habe ich aber auch extra in die Konfi geschrieben, dass definitiv der Checkpoint mitzunehmen ist, der in der Mitte ist. Über den bin ich ja drüber gelaufen und dann bin ich runtergefallen und dann. Oh mein Gott, das war so laut. Ja, ja, weil halt immer wieder dieses. Jo, als ob der möglich ist. Okay, jetzt kommt's, Leute. Okay, jetzt ist das wieder triggert? Schade. Nee. Das Tropen-Jump'n'Run noch nie gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, ja, wir machen gerade Fichte. Also ich will einfach mal alle Jump'n'Runs machen. Fichte ist ziemlich cool. nicht. Nee? Ich hab's. Ey, wir sind bei Fichte. Ja, ich finde, es ist sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Anspruchsvoll? Oh, was für ein Vokabular. Ich hab's in der Aufnahme noch nicht geschafft, muss ich sagen. Ja, dann kann ich ankommen. In meine Aufnahme. Also ich hab's noch nicht komplett durchgeschafft. Das ist ziemlich sad. Wenn man das habe ich nämlich selber gebaut. Eigentlich sollte ich es können. Aber Samin hat da schon Rage Quit gehabt. Ja, hat er. Das war auch das Fichten-Jump. Okay, wenn Samin da schon Rage Quit hat, dann hat das auf jeden Fall nichts zu sagen. Samin ist auch ein Jump'n'Run. Genau wie. Nee, der ist eigentlich richtig gut in Jump'n'Runs. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, ist so. Also war. Fichte kann ich euch sagen, ist eigentlich nur bewusst abkürzbar. Ich habe alles 1000 Mal bestimmt. Nee, aber 100 Mal alle Sprünge. Ja, Rose, ja. Los. Abkürzen. Oh Mann. Wie muss ich denn da hochspringen? Wir hatten das. Ja, wollen wir jetzt nicht die Folge beenden, ne? Also, ja, irgendwann. Ja, okay. Ja, ist okay. Ich gehe ja schon weg. Käse. Ich brauchte ja nur ein bisschen Holz für. Lecker Käse. Ein bisschen Tropenholz. Wie viel habe ich denn geholt? Oh, 32. Nice. Gut, ich wäre soweit. Ja. Mach. Hui. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Cheerio. Tschüss. Ich habe geschafft. Okay, das mache ich jetzt mal. Warte. Okay, jetzt. Ja. Passt. Ciao. Tschüss.